Herr Kücken, wir hatten ja vor 2 Jahren ein Interview oder vor 2,5 Jahren, da haben Sie gesagt, das Thema muss erlebbar sein. Mit so einer Eröffnung oder Inbetriebnahme der PTL-Anlage, auf welchem Teil der Wegstrecke befinden wir uns denn? Also damit wird es erlebbar, das ist richtig, aber wir müssen uns auch ehrlich machen, wir sind immer noch ziemlich am Anfang. Es gibt sicherlich auch noch ein paar technische Herausforderungen, das wird man jetzt erfahren, aber auch wenn man die Menge sieht, 1 Tonne am Tag ist natürlich weit weg von 100.000 Tonnen am Tag, die man irgendwann mal produzieren muss, wenn man weltweit wirklich damit was bewegen will. Also es ist schon noch ein Anfang, aber ein guter Anfang. Ich bin sehr froh, dass so eine Anlage hier entsteht. Wir haben heute einen spannenden Tag, Weltpremiere für die erste PTL-Anlage. Wie sieht denn dieses Thema in der Chemieindustrie aus Chemiesicht? Also wir sehen uns in der Chemie immer so als kleiner Bruder der Raffinerien. Wir hängen an dem gleichen Erdöl. Wir kriegen die aufgearbeiteten Produkte der Raffinerien zur Weiterverarbeitung. Und dann kommt die ganze chemische Wertschöpfungskette. Und wir brauchen Rohstoffe. Wir brauchen im Sinne einer Klimaneutralität klimaneutrale Rohstoffe in der Zukunft. Und deshalb ist für uns eine Anlage wie die hier ein wirklich großer Schritt, um zu zeigen, es geht. Wir kriegen Produkte, die für uns als Rohstoffe geeignet sind. Und wir können unsere Wertschöpfungsketten damit aufbauen. Es gibt dann immer noch Herausforderungen, keine Probleme, aber für uns ist es wichtig, dass es nicht nur theoretisch aufgeschrieben wird, dass man das machen könnte, sondern dass man das in einer industriellen Anwendung wie hier sieht, dass man das umsetzen kann, dass man Tests machen kann. Das ist für uns ein ganz großer Schritt in die Richtung, die wir gehen müssen. Wie sehr haben Sie diesen Tag heute hier entgegengefiebert zur Einweihung, zur Inbetriebnahme der PTL-Anlage hier in Hamburg? Entgegengefiebert ist ein bisschen viel, aber ich habe mich schon sehr drauf gefreut. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, vor allem, weil das eine Machbarkeitsdemonstration ist. Und das zeigt, dass es wirklich geht. Das zeigt, dass die Technical Readiness da ist. Das zeigt, dass halt der letzte Skalierungsschritt, und der wurde ja heute angesprochen, der läuft ja auch schon. Aber mit dem letzten Schritt kann man eben ins Operative kommen und in den Markteintritt und die E-Fuels auch wirklich anbieten. Frau Weiß, wie wichtig ist so ein Tag wie heute, wo wir die Eröffnung der PTL-Anlage in Hamburg feiern, der weltweit ersten zur Herstellung von synthetischen Rohstoffen und Kraftstoffen? Es ist ein sehr wichtiger Tag, um wirklich mal zu zeigen, dass die Produktion funktioniert, dass wir Mengen haben, dass wir eben aus der Pilotanlage auch wirklich Mengen analysieren können, dass wir zeigen können, auch mit Kunden, die schon Mengen bekommen möchten, dass die Anwendungen funktionieren. Also ein wirklich sehr entscheidender Tag für die E-Fuels.